Herr Wiegel, Sie sind neuer Vorstandssprecher der Trierer Grünen. Was haben Sie da mit Ihrer Partei und Fraktion so vor? Ja gut, wir haben jetzt im nächsten Jahr im Mai Kommunalwahlkampf und deswegen ist meine erste Aufgabe, dass wir uns da aufstellen. Ich will die Grünen in Trier auch zu einer sozialpolitischen Stimme machen und dafür sorgen, dass wir zum Beispiel im Kommunalwahlkampf dieses Thema klar besetzen, indem wir zum Beispiel dafür antreten, dass wir auch weiterhin den sozialen Wohnungsbau fördern und ausbauen. Da steigt der Bedarf einfach immens, auch durch die Lohnentwicklung und die Problematik im sehr überlasteten und überhitzten Wohnungsmarkt. Ein Punkt, für den die Grünen in den vergangenen Monaten häufiger kritisiert wurden, ist die Eckbertschule, die saniert werden soll. Was sagen Sie denn dazu? Naja, für mich steht einmal ganz klar, dass hier eine Entscheidung durch den Stadtrat dafür getroffen wurde, diese Sanierung vorzunehmen und die Eckbertschule auch insgesamt zu erhalten. Und ich finde, wenn man sowas einmal entschieden hat und signalisiert hat, auch den Eltern, dann muss man auch diese Planungssicherheit auch für die Eltern erhalten und da jetzt dazu stehen, insbesondere deshalb, weil es eigentlich keine neuen Argumente mehr gibt und die Entscheidung deswegen standhalten sollte. Sie sitzen bereits seit 3 Jahren für die Grünen im städtischen Kulturausschuss. Was sind denn Ihre Vorstellungen fürs Trierer Theater? Ja gut, ich bin ganz klar ein entschiedener Befürworter des Dreispartenhauses. Ich freue mich, dass wir mit dem neuen Intendanten, glaube ich, jetzt auch auf einem guten Weg sind. Das ist ja auch jetzt durch das jetzige Leitungsteam schon eine positive Entwicklung spürbar. Und natürlich beim Theater immer mittlerweile verknüpft die Frage nach der Sanierung. Es gab da ja auch die Schätzung und die Analyse. Unsere Position ist da klar. Wir sind natürlich dafür, es muss eine Sanierung geben. Wenn man mit den Leuten spricht, ist das ganz klar. Und natürlich ist aktuell eigentlich finanziell auch vor allem nur eine Sanierung im Bestand denkbar, aber die wollen wir auf jeden Fall.